Wie weit ist es denn noch, Mama? Blümchen. Also wir haben jetzt etwa fast die Hälfte. Das werden wir. Und dann sterben wir jetzt gleich. Nee. Wir können ja Betten bauen. Okay. Die Frage, wie viel habe ich noch? Eine. Das reicht nicht bis nach ganz unten. Jetzt mal ein Bett in mein Inventar. Was fehlt denn? Faser? Eine Station, dass man das dann notfalls rausnehmen noch eine. Kann. Jetzt mal aufheben. Kim! Kim! Sag eigentlich gar nichts mehr, was stimmt eigentlich? Kim ist ja eigentlich gemutet, warum? Vielleicht ist es traurig, dass sie dir nicht zuhört, Mensch. Kim, alles gut. Wer? Du darfst begeistert sein. Ach so. Kannst du das Bett jetzt zwischen uns? Meinst du, dass es deswegen Kim? Nee, noch nicht. Nee, glaube ich nicht. Nein. Glaube ich, hoffe ich. Ja, ist sie drin? Toll, so schnell kann ich das Fleisch gar nicht schnappen. Du willst das Fleisch gar nicht schnappen. Kim telefoniert bestimmt. Bestimmt, ich weiß es nicht. Fleisch habe ich. Was hat, seid ihr eigentlich schon angekommen hier? Ach, wir haben knapp die Hälfte hinter uns. Erst, ey. Zum Glück bin ich hier einfach gestorben und rübergekommen. Also rübergegangen, das wäre... Kalt. Nee, jetzt geht's. Jetzt habe ich eine Flocke. Hat Kim was gesagt, dass sie telefonieren ist? Ich habe keine Ahnung. Aber ich krieg ja nie was mit, also... Anfragen. Was? Ich auch nicht. Was? Echt, Tiger? Echt? Du? Ja, eben. Mich wundert das bei Kümchen. Hä? Kann doch nicht sein. Oh, das ist ganz einfach. Können wir das Bett jetzt endlich aufheben? 16 Sekunden. Ja, das dauert noch. Also wie sie hier mampfen. Wenn ich das Fleisch weg. Ich esse Kaktuszeugs. Jetzt. Hä? Ich esse alles. So kann ich das immer noch nicht aufheben. Eine Leiter baust du da, Dex? Ja, ich habe jetzt eine Leiter da unten gebaut. Der hat Schaden gekriegt, der muss das kaputt machen. Ja, wir sind schon gleich da. Ja, das wird was jetzt. Los jetzt, weiter. Warte, ich mach nochmal ein neues Bett so. Oh, Kaposukus. Konnte man Capros bolern? Ja. Alter Schwede, ist an mir vorbeigejumpt. War so schneller als ich. Einmal. Die ganze Zeit habt ihr mir das Fleisch geklaut. Gar nicht, hä? Junge, das war knapp, ey. Ich habe einen Herzinfarkt gerade bekommen. Der scheiß Kaposukus ist an mir vorbeigejumpt. Holy moly, genau. Oh, der war hübsch. Oh, Hyänen da vorne. Also wenn wir ein Wolfi sehen, würde ich den gerne. So gut läuft wie eben, ey. Ja, jetzt habe ich eine Bola direkt. Dodo, wo rennst du hin? Weiß ich nicht. Oh Gott. Ja, genau deswegen. Na toll. Weg da. Ausdauern. Weg da. Greift mich jetzt Endgegner an. Geht weg. Ich will mit euch nicht spielen. Aber es ist denen egal. Ich glaube auch. Wieso sind die so groß? Wachstumsschub. Oh, ist das schön nach hinten. Ja. Direkt. Wie jetzt? Ja. Schön oder nicht schön? Schön. Wie schön. Da unten ist ein Skorpion. Wollen wir den noch töten und sein Ding? Können wir machen. Ganz versuchen. Oder ihn? Ist immer noch wild, ja? Ich kann den auch zähmen. Wolltest du? Udo, das war knapp. Da hinten Baby, sie Arsch? Das kann sein. Die Akuma sich da reingräbt und das grüne Blut spritzt hoch.
Sehr schön. Reingräbt. Hat sie eine Schaufel oder was? Ja, so sah das aus. Besten ist rechts im Wasser. Die Schaufel ist ja mega hässlich, ey. Viel zu lange. Ja. Weil du so groß bist. Übrigens voll kalt hier gerade. Deswegen könnt ihr ja, hallo. 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 Ah. Hallo. Wir haben schon Sorgen gemacht. Ja. Ich hatte ihn mal angerufen. Ich bin jetzt bei diesem Wasserfall, der in diese Schlucht geht. Da musst du noch ein Stück weiter Richtung Wüste laufen. Okay. Da kommt dann ein zweiter Wasserfall, da sind wir. Okay, also hinter der Brücke, ne? Das ist so eine Felsbrücke, dann kommt ein Wasserfall und dann... Ja, 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 ich würde oben rumlaufen, ja, theoretisch. Ja, ich auch. Ich bin oben. Was habt ihr drüben schon Terrorbird gesehen? Oh nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Bist du nicht. Ist alles Akuma so, ist da. Es ist alles so voller Gestrüpp, dass man echt in dritter Perspektive, hier. Da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Ein Wolf? Oh. Ein Biss reicht, dass ich sterbe dann. Also ein bisschen Leder wäre schon nicht schlecht, aber ich kann mich noch nichts anlegen. Junge, 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 ist aber echt... Man hat so lange kein Scorch aus mehr gespielt. Stein? Dann ist es plötzlich zu heiß, zu kalt. Wind, Blitze, voll Tiere, die dich killen. Ist alles Mögliche, ne? Alles Mögliche. Ja, war ganz angenehm, ein bisschen schwerer. Der Island ist so, ja, Raptor, bist tot. Und das war's eigentlich an Gefahr. Alles andere ist so ein bisschen. Ja, der Island ist so. Du hast unsere Anfänge nicht mitgekriegt, ne? Nein, hast du nicht. Beziehungsweise du hast meinen Anfang nicht mitgekriegt. Ich meine, dass man bei der Island sterben kann, ist jetzt nicht arg, ist nun kein wirklich einfaches Spiel, in Anführungsstrichen, meiner Meinung nach. Nee, ist es auch nicht. Wenn ich mir die Kommentare mal durchlese, die dann immer geschrieben werden zu den Anfänger-Guides, die ich mal damals rausgehauen habe, und dann schreiben sie immer, Dankeschön, ich wollte mit arg aufhören, ich habe es mir gekauft vor ein paar Tagen und komme damit überhaupt nicht klar. Ich sterbe an jeder Ecke und sowas. Normal. Nur dass es Ark halt kein Tutorial hat, ist halt teilweise so ein bisschen eine Entscheidung, die man machen kann. Muss man. Warum habe ich Fleisch im Inventar? Ach, wegen dem dämlichen Insekten. Oh, Kim hat ein Chitin-Deck. Ich habe Chitin, ja. Oh, geil. Okay. Ach, 4 Chitin. 16. 160. Okay. Kommt ja schon wieder nach hier. Mit mir mal bitte ein paar Bären, damit wir ein bisschen Narkosemittel machen. Ich hab 100 Befreien. Bären, Narkobären im Winter. Wir haben Bären. Ich meinte nur Dodo und Tiger. So. Ist schon wieder kalt. Ich nehme ihn hin. Ich hab mir noch keine Flieger ziehen. Ich hab den nämlich im Sattel noch nicht. Ah! Ey! Ich will Flieger! Ich weiß noch, welche Flieger du willst. Ich weiß das ganz genau. Du Schuftin. Da freue ich mich aber auch drauf. Ich möchte zwei Sachen. Kim wollte ja unbedingt diese Mod, die wir drauf haben. Wie heißt die nochmal? Bei? Welche von den beiden meinst du? Die fliegende Fischer das, Dingsbums. Immersive Flyer Classics. Nee, nicht das meine ich. Nicht die Fliege. Die Airships Mod? Was kommt? Müsste Gewitter sein. Ich glaube, ich sehe einen Dexenbase. Ich sehe auf jeden Fall eine Base von euch. Eine Frage ist, wie zum Teufel komme ich da runter? Der stackt gar keinen Sand, ne? Unsere Mod. Wie heißt denn diese Zeppelin-Mod? Ja, Airship-Mod. Ja, Airship-Mod. Und damit möchte ich gerne mit dir zusammen durch die Wirbandflucht fliegen. Das können wir gerne versuchen. Weil sind das... Und weil Pau ja so angegeben hat, dass er so toll Schienen bauen kann, möchte ich durch die Wirbelschlucht auch einen Zug haben. Ich meine, das müsste... Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Zug ist. Wenn man da Turrets drauf baut, müsste das gehen. Und auf das Airship kannst du bauen. Da kannst du bauen wie auf einem Schiff in Atlas-Decks. Das heißt, da können wir auch Turrets drauf bauen. Wir können da Turrets drauf bauen und Spikes und Wände und Kanonen. Wir können gerade schon Kanonen bauen. Das Ding jetzt auch nicht aus. Das geht schon. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, weil das sind aktuell nur die Kleinen. Du kannst noch keine Galeone oder sowas machen. Du kannst nur Corona und so. Aber ich habe das Bausystem in Atlas von den Schiffen. Ah ja, du bist froh, dass ich es jetzt auch in Atlas habe, wenn auch ein bisschen anders. Ich habe die Hälfte meiner Narkosepfeile mal reingelegt.
ihr auch welche habt. Die Mercer Flyer Motte freue ich mich. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Hast du die inzwischen mal ausprobiert? Oder hast du nur mein Wort dafür genommen? Dein Wort habe ich genommen. Das ist schön, dass man mir so schön glaubt. Schlechte Idee, Leute. Eine Käfer. Käfer gibt, glaube ich, kein... Nee, Käfer. Käfer geben auch Chitin. Ja, aber nur Chitin, kein Leder. Wir brauchen aber Chitin. Nimm mit. Versuch's mal. Shit. Ich hab keinen... Everly, komm her, ich will dir nichts Böses. Lieber Mensch. Oh ja. Oh. Hab ihn tot. Au. Axt war für Chitin, ne? Ja. Oder Spitzhacken. Und das sind 80 Chitin. Das ist einfach. 88 Chitin habe ich. Wo braucht ihr Chitin? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das fällt mir gerade auf. Neben der Null, wenn ihr was craftet, sind dann das Bau? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Noch nie aufgefallen. Ist das seit Asa oder seit vorher schon? Also mir ist es nur in Asa aufgefallen, sagen wir so. Das war vorher schon. Okay, ehrlich? Neben der Null? Ich glaube, vorher war das... Das wurde dir auf jeden Fall angezeigt. Moment, jetzt habe ich es nicht mitgekriegt. Was neben der Null, wenn du was craftest. Siehst du ja. Das neben dem Null-Slot unten, dass du gerade was craftest? Das habe ich vorhin auch gesehen, aber ich habe mich auch gefragt, war das vorher schon oder nicht? Ach, vorher schon. Wollen wir weiter? Mamma mia! Oh mia! Warte? Ja, nein. Peter! Warte. Wo war ich denn jetzt gerade? Ach nee, nicht warte, Tiger. Wenn du warte sagst, dann sind wir hier noch 3 Stunden. Ich wollte gerade irgendwas machen, jetzt hab ich vergessen. Egal. Hast du gut gemacht? Kurz einmal stehen bleiben und warten und nachdenken, was sollte man gerade machen. Mann, ey, ich krieg diese Wölfe. Oh nein, wollte ich runterspringen! Ja, so. Nein, ich Idiot! Seid ihr bei mir? Kommst du nicht so nicht hoch? Scheiße. Warte mal, warte mal. Dexen? Ich will es nur zeigen, deswegen. Ja. Mann, ich bin. So. Mist. Obacht. Tiger, guck mal da geradeaus. Siehst du den goldenen Lootstrahl? Ja. Da und da durch und noch weiter geradeaus müssen wir. Voll. Ja, warum? Sind wir so weit. Aber ihr solltet hier nicht runterfahren. Bist du hier in der Nähe? Ja. Hast du feinen Bogen? Wir sollten hier irgendwie. Ja, Sperre werfen. Ja. Die Wölfe sind schon tot. Die sind eigentlich mehr als tot. Ich aber ich bin jetzt gerade runtergefallen von der Kante. Ach, beschissen. Könnt ihr mal gucken, ob wir noch ein paar Wölfe finden? Ich glaube, ich schaffe das. Kann ich damit weiterhelfen? Nee, lass mal. Oh. Okay. Würde ich nehmen, aber. Bring ihn jetzt erstmal um. Da hänge ich denn überall immer fest. Wo sind die jetzt schon wieder hin? Diese beschissene Mantria. Mantria. Aber da sind auch 3 Terrorbirds. Ach Mann, ey! Arsch. Ja. Tiger? Was denn? Ja, wo bist du? Hab ich hinter gefragt. Dir. Das ist gut. Ist das gut? Ja, weil Dan ist ja nicht verloren. Ist Tiger schon ein paar Mal öfter verloren gegangen, oder wie? Bisschen. Uns. Aber ich muss dazu sagen, Dodo auch einmal. Hallo. Weil die Tatsache, dass ich euch noch nicht mal gefunden habe, heißt jetzt, dass du verloren gegangen bist. Ja, nur Don vor uns. Keine Ausdauer. Verdurfte schon wieder. Mal eben. Keine Ausdauer. Oh, ein Baby. Du von bist was? Du elendes, komm hier. Hygienodon. Kannst du zähmen? Ja, gleich. Ja, ich will aber mir den Baby-Wolf wünsche ich mir gerne holen, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist und der ist noch Mama. Ja, natürlich. Oh, Hyäne, hast du süß. Gab's die in Dos Island schon? Ja. Komm mal her. Hab ich irgendwie nicht mitbekommen. Der Wolf ist noch hier. Hast du Eltern? Ist ein Schwein. Ein Tod? Nee, ne? Komm her. Achtung, Merlpaut, du bringst genau das Schwein genau in meine Richtung. Ah! Ja, warte, ich lock ihn weg. Okay. Hast du tot? Der eine, ja. Da hinten ist noch eine Hyäne. Ich schicke ihn in die Wüste. Warte. Der hat sich wieder hochgefressen, der Wolf, ne? Ja. Doch, jetzt Dodo. 65er. Ich wollte ja eigentlich Kaktussaft farmen, aber wenn hier so ein Schwein ist.
Wie, warum? Habt ihr noch Fleisch? Gut, Dodo. Dodo? Was? Hast du Fleisch? Hast du den Felsenabbau hier vor dir? Guck mal. Weil der sieht so leicht kaputt machbar aus. Wo ist das Baby? Backstelle gefunden. Komm hier nicht raus. Das ist mein Job. Warte. Ich hab. Warte kurz, was ist das? Ja. Bitte hör auf zu hüpfen, Dodo, das ist irre. Kommst du rauf? Naja. Nee. Zu weit oben. Naja, warte. Kann noch ein Stück nach vorne packen. Ja, es ist... Kaktussaft ist gut gegen... Also gegen Durst? Ja. Ja. Ja, das müsste gehen. Das habe ich irgendwie voll vergessen. Mann, ey, immer wenn du schießen willst, dann bewegt das sich. Du Vieh. Ja, wir kriegen das hin, Dodo. Wir schaffen das. Oh, eine schöne Stelle. Ich hab auch einen. Ah, komm. Wieso? Junge, das ist. Reicht immer noch nicht? Nee, bei dem anderen habe ich zumindest das ab und zu mal gesehen, das mit Reiten, aber fand nicht. Nee. Dann schon wieder. Ja, ich hab's gerade zu sehen. Wo ist denn jetzt der kleine Wolf hin? Ich hätte irre hier mit dem Baby und mit. Also ich finde die halt gegen Wölfe am Kämpfen und ich treffe die einfach nicht. Schon wieder Durst. Boah, leck. Jetzt hab ich auch noch Durst, verdammte Hacke. Ach. Was ein Kampf hier, Ein Krampf, nicht ein Kampf, sorry. So, jetzt so? Kampf. Ja. Nee, jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Leck. Immer mehr Inventar. Trink mal was. Mann, ja, endlich. Da kann er doch sterben. Scheiße. Das ist aber das ganze Ja! Achso. Was? Guck mal. Hast du geschafft. Mann, ey, hast du eine Geburt hier? War gar nicht anstrengend oder so. Ich glaube, ich baue mir auch mal einen Bogen und versuche dir mal zu helfen. Ich weiß gar nicht so richtig, was die da gerade machen. Also ich weiß, die einen zähmen irgendwas und die anderen zähmen einen Wolf. Vorsicht, oder so. Nee, ich will den Wolf loswerden. Vorsicht, Dodo. Ich will den Wolf nur loswerden. Jetzt habe ich einen Terabyte noch hier unten. Weil es gerade so viel Spaß macht. Ich hab Dexy Space gefunden. Hast du eine Waffe? Komm mal her. Ich komm. Komm mal her, Terrorbirds kaputt hauen. Ja, warte. Ich will mal eben ganz kurz Bolas hercraften. Ich bin jetzt mein. Bola. Da. Ja, ich bin jetzt an mir. Endgegner. In welche Richtung bist du denn, Dexen? Hier. Direkt neben meiner Base. Bist du noch oder bist du tot? Ich bin tot. Brauchst du ein Bett? Warte, ich setz eben. Ich weiß nicht, wo du bist, Kim. Ich hab eins im Inventar. Direkt bei deiner Base. Bist du gerade runtergesprungen? Hier, ich steh neben dir. Hä? Ah, da! Du bist so klein! Du bist nur. Kannst du mich mal eben erst einnähen lernen? Achso, du bist ja noch gar nicht. Oh Gott, ich. Kannst? Ja. Kim hat Nasenhaare. Das mag sein. Nennt man Schnurrbart. Dieser Vulture ist so gut, ne? Ah, Gisela, die kann das. Wo denn? Oh nein, Hitzewelle. Ja, ätzend. Nein. Mag keine Hitzewellen. Ja, jetzt geht's wieder hoch. Jetzt geht's wieder an. Oh Mann, ey, was ist denn los? Warum kann ich hier nicht vorbei? Was ist denn das für eine Kante? Unsichtbare Kanten. Da kannst du einfach manchmal nicht geradeaus gehen. Da musst du immer so seitwärts laufen. Der muss höher sein, der Terrorbird. Wo denn jetzt, Dexen? Ja, die sind weg. Keine Ahnung. Da war ein Babywolf, den wollte ich haben, aber. Tja. Das ist ein Baby-Terrorbird. Hab ihn. Oder wir haben ihn. Da, wo du gerade bist, Kim, war eigentlich der Wolf und das Baby. Den anderen Wolf habe ich gekillt, aber naja, gut. Hat aber auch nicht lange gehalten. Da sind noch mehr Terrorbirds und oft Kapos und ein Dedon.
Ich hab den Wolf wieder gefunden. Her. Der mit dem Baby. Ja. Er hat dich gefunden, glaube ich, oder? Ja. Komm her, hier. Das ist das Baby da oben. Zeiger, kommst du? Da ist Mama Wolf. Hallo, Mama Wolf. Dann nimm das Holz mit. Wenn du, Holz mit. Das Baby mit. Ich bin gerade Holz am Farmen. Oder wollte gerade Holz farmen. Hab ich das jetzt? Und? Nee, Baby-Dinos gibt es in Asa. Baby-Dinos. Die kann man auch so zähmen dann. Einfach mitnehmen. Wolf ist tot. Kim ist ein Human übrigens. Nimm das. Oh Gott, Hitzewelle. Oh, du hast den Namen nicht genannt. Nimm das Baby mit. Ja, ich such das Baby gerade. Achso. Es kann doch sein, dass das Baby schon tot ist wegen dem Terrorbird. Terrorbird hat übrigens auch ein Baby gehabt. Ich hab's gesehen, das lief hier rum. Ah. Ich komm sofort runter. Ich crafte mal ganz kurz ein paar Sachen schnell. Das ist. Hast du es? Ah, ich habe es. Ja, bring's hoch. Fleisch. Yeah, 65er sogar. Cool. Rechts rum kannst du hochgehen. Fleisch. Da hast du Fleisch und jetzt gehen wir dann Mami abbauen. Komm. Ja, hier, komm. Also wir sind jetzt drei Viertel fast. Hm. Immer noch unterwegs, ja? Jo. Wir lassen uns aber auch von Fern ablenken. Sie. Und sterben und so. Ach, da war ein Leck. Bisschen langsamer laufen. Baby Wolf, juhu. Mein Baby. Arsch ausstehen. Geil. Hier ist noch ein Terrorbird-Baby. Das könnten wir auch noch mitnehmen. Wir müssen nur Terrorbird-Mama kaputt machen. Wir sollten vielleicht erstmal das Baby hier wegbringen. Na komm, nicht so schnell draußen. Bring's mit. Komm hier lang. Rechts oder links lang? Keine Ahnung. Ah, nee, links kannst du nicht lang. Ich glaube, rechts geht besser, da wo Paul sagt. Da rechts rum, da kannst du gerade aussuchen. Wirklich, musst du das so ein dummes Sehen und ein Baby jetzt mitnehmen? Baby ist nicht so schnell. Du willst jetzt die ganze Zeit dieses dumme Baby hier mitschleppen. Ja. Ich meine, irgendwann ist es erwachsen. Die hin und dann sind süß. Ja. Ich garantiere für nichts. Ich glaube, Akku, man läuft gleich alleine los. Oh, Vorwand. Wenn kommt ihr mit dem halben Server wieder an. Die Akku hat gleich. Wie heißt das bei den Comics immer dieses Zeichen auf dem Kopf, wenn du so ein Rage hast, wenn du wütend bist? Und dann ist im Hintergrund so Tiger Eye mit so einem Grinsen und so ganze Tiere, 30 Tiere hinter sich herziehen. So. Ich hab einen Zoo mitgebracht. Da ist es eigentlich da. Kümchens Job, ne? Oh, da ist ein Deodon. Ich glaube, Kümchen möchte erstmal ankommen. Oh, da sind zwei Deodons. Eigentlich schon. Oh, da sind zwei Skorpione. Wenn es ein Reittier ist, okay, habe ich nichts dagegen, aber ich kann Deodon nicht reiten. Aber kann kämpfen. Ich fand die Großen gut. Der kann kämpfen, das ist wichtig. Er ist tot? Was? Finde ich gut. Er ist tot, nein. Ist keiner tot. Auf Wasser. Mann! Kann ich ja, das? Ja, ist klar. Vorsicht, Deodon am Wasser. Ich hab vergessen, wie gut Kaktussaft teilweise gut ist. Tot. Mhm. Jetzt sehe ich das auch, wenn ihr sterbt. Und jetzt ist doch der Boa tot. Jetzt bin ich doch gleich das Baby tot. Der Boa ist tot, was? Kommt davon, wenn man die auf der Schulter hat und sich umbringen lässt. Der Wolf Guck mal ist hier, tot. Klugscheißer. Ja, natürlich. So, meine Nase explodiert hier. Ich hab das Anrecht auf Klugscheißerei, schließlich bin ich zu spät. Gordex, ich mache ein Zement. Ich hab Wasser hier oben. Bett? Du hast schon Wasser. Es reicht ja. What the heck ist denn hier unten los? Oh. Das ist Terrorbird, Mama. Nicht runterspringen, guck mal, Kim, du kannst ja runtergehen. Ich habe hier eine Treppe gebaut. Ja, ich habe gesehen, aber ich wollte gerade abwarten, was passiert. Ja, in mir ist ein Bett und ach so. Foundation. Ich weiß nicht, was du machen wolltest, Dex. Ich wollte zu dir Wasser bringen, aber bei mir reicht das schon mit dem ersten Hahn. Immer. Alte Taste. Terrorbird Baby sehe ich nicht. Du musst, du brauchst die Zisterne. Die kann ich craften, wenn du möchtest. Aber ich breite bei mir vielleicht auch der Wasserhahn? Ich weiß nicht, wie weit dein Wasser entfernt ist. Guck doch. Wo bin ich denn gestorben? Oh, hier ist ein Caprosuchus in der Höhle. In meiner Höhle hier. Irgendwo hier hinten. Oh, Leute, meine Nase explodiert hier, ey. Wo baut ihr denn alle gerade? Hier vorne ist Zeug. Die anderen bauen noch gar nicht, die laufen durch die Gegend. Ja, wir sind aber so gut wie da. Ja? Also, gib uns noch 5 Minuten, dann müssen wir da sein. Meinst du? Ja. Sieht gar nicht so aus. Ist mein Dings auch tot? Ja. Der Boa, ja. Der, nee, nicht der Boa. Jenodon steht hinter dir, wenn du mal gucken würdest.
Was ist eigentlich mit dem Wolfsbaby? Lebt das noch? Boah, das braucht ja eh nicht zum Großwerden. Bei mir in der Base? Oder bei Pau's Base? In der Base. Okay. Theodon, genau vor uns. Wo baust du eigentlich, Kim? Kann man vielleicht das... Also bin ich gerade am Such. Hinter dem... Wasserfall ist ja schon belegt. Konnte man das bohlen? Ja, ja, da muss ich das auch nicht unbedingt hin. Warte, ich versuch's mal. Zum Glück ist das nicht so laut, also dieses Rauschen. Was ist denn hier gegenüber? Guck mal, Kim. Kannst du Brücken bauen? Aber, Mom. Guten Hunger. Da so, ne? Da so, da so. Bolat. Ja, dann lass einfach weitergehen. Ja, ignorieren. Weg hier. Nee, da ist mir zu schief eigentlich. Ich würde mal den da sagen. Hier ist ja auch schräg, aber das wird automatisch gerade. Durch das Bauen. Ich guck mir das dann gleich mal an. Warte mal. So, ich gehe hier rechts lang. Oh nein! So, jetzt nur noch dem Wasserlauf hier folgen nach oben und dann sind wir eigentlich perfekt auf den geraden Weg nach zu den anderen. Nein! Oh Gott! Hilfe! Oh Gott! Was? Kaposukus. 130. Ja, dann bin ich tot. Jetzt möchtest du ein Shirt haben. Ein was? Wir sind noch kurz davor. Ein Oberteil. Ich habe gerade eins von den Bäumen. Nicht schmeißen. Oh Gott. Kim? Das ist noch mal hier, wo ich bin. Oder was? Nee, das war schon. Großbahn? Was? Willst du Großbahn? Ja, ich wahrscheinlich wird das bei mir recht groß. Okay. Mal. Dann nicht, dann nicht. Aber hübsch, mit dem Wasserfall und den ganzen bunten Blümchen drumherum. Ah. Kannst du Betten setzen? Ja, ich kann mal gucken. Voll genervt. Ich habe, glaube ich, die richtige Wahl getroffen. Nicht, nicht mit zu euch also nicht überhaupt nicht zu wandern, zu laufen, weil das ist echt mir zu viel hin und her gerannt. Gucken, wo. Ja, oh wow, au. Du auch tot? Bin auch tot. Ach komm, dann lass Platz vor. Nee. Alles tot? Mhm. Auch die Tiere? Ja. Auch Gisela? Die wird gleich sterben. Gisela ist doch voll hoch vom Level. Oh, 130er Kapo und ein Dings und ein Deodon. Ich weiß ja nicht. Ja, das ist. Das plus, sie war schon fast. Ich bin im falschen Bett gespawnt, weil jemand das gleiche Bett genommen hat. Bin ich gespawnt. Ich lass sie offen. 1000 Kilometer, ey. 1000 Kilometer. Oh. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ihr auch hier? Hat aber lange gedauert mit eurem Spawn. Hättet doch vorher spawnen können. Ah, ich habe einen kleinen Balkon. Romeo und Julia Balkon. Noch lebt Gisela, oder? Klar, warum sollte die sofort tot sein? Naja, die war fast tot. Kann ich da jetzt auch hin? 1000. Ja, ich gehe da auch jetzt hin. Gut. Auch meine Sachen wieder haben. Meine schöne Hose. Ich weiß noch gar nicht, was ich bauen will. Meine Schuhe. Vor allen Dingen voll schade. Um mein Loot am Anfang. Ich hatte eine Eisenspitzhacke. Was voll schade ist. Ich hatte aus dem Kaprosukos, glaube ich, rausgeholt. Hattest du nicht eine Eisenaxt? Ja, meine ich ja, das meine ich genau. Heul doch nicht rum, Dex, Mensch. Ich heule rum? Mit deiner Axt, nein. Oh, was ist denn passiert, dass er die Axt nicht mehr hat? Wir sind 60 Mal gestorben. Raptoren, Terrorbürzen. Ich habe meine Loot-Tasche nicht mehr gefunden. Was waren einfach 60.000 Tode, die wir gestorben sind? Blöder Wolf, geh! Dann habe ich ja nicht so viel verpasst. Noch ein Wolf. Nein. Oh Gott, ich hab Skorpione. Wölfe überall. Wenn ihr wissen wollt, ob ich das Spiel empfehlen kann, ja. Am besten mit Freunden, ja. Aber nur mit Freunden. Das ist so geil. Heiga, geht's dir gut ein? Wow. Köstlich, echt. Je ausfallender die werden, desto besser ist es teilweise. Oh, geil. Jetzt töte mich doch mal. So, ich mache mal den Skin, Leute. Freunde, ich gehe mal rüber auf meine Base-Position. Hast du jetzt doch da drüben gemacht? Ja. Die Schräge, wo die ein bisschen schräger ist? Nee, daneben. Aber ja. Ich denke mal, dass ich die Schräge mit in Schutznamen nehmen werde. Also je nachdem, wie groß es wird, kann man ja überlegen, ob bei Kim zentrales Lager oder dann hier. Ja, das zentrale Zentrallager können wir irgendwo hinsetzen. Moment, ich muss mal eben ganz kurz Dex, Hilfe. Wo bist du denn? Unter dir. Komm hoch. Hab ich gerade versucht, aber irgendwie wollte er mich nicht hochlassen. Aber der hatte ein Herzchen überbrochen.
ist tot. Klingt Bettner, wem das wohl gehört? Oh nein! Da steht, die Pau, deine Betten sind alle belegt. Kannst du die mal eben aufheben? Das geht nicht. Ich muss trinken holen. Das geht nicht? Nein, du musst warten, bis der Cooldown weg ist, sonst kannst du die Betten nicht aufheben. Oh, gut, okay. Du hast sogar kochen. Eigentlich war schade, ne, dass sie das weggemacht haben. Abstellen, oder? Hm. Ich baue mein Bett. Wenn du kurz wartest, Kim. Warte. Ich warte entweder, bis du das getan hast, oder... Bodo, ich bin noch 300 Meter von Gisela weg. Ich bin 100 Meter von ihr entfernt. Oh, geil. Ja. Nicht mehr. Ich bin noch 5 Meter weg. Tot. Oh, guck mal hier. Oh Gott. Hier fehlt ein Tapijara. Oh Gott, Deodons. Oh Gott, Skorpione. Ist es ein legaler Tapijara oder kein legaler Tapijara? Und ein Wölfe. Illegaler. Ein Tapijara. Da irgendwo läuft ein Baby rum. Ja, ein Gisela was killt. Nein. Echt jetzt? Bei Deodon. Ach, Schweine, Gisela. Schweine. Blöden Schweine. Ja, blöden Schweine. Hier, kann spawnen. 10 Meter. Kann der eigentlich? 10 Meter. Hättest du Puffy pfeifen müssen. Hallo, Tiger. Problem ist, Dodo, ich bin jetzt ganz weit Dodo. Oberhalb. Dodo. Was machst du hier? Hallo, Dex. Ich weiß nicht, was zum Henker machst du denn so weit weg? Schön hier. Ja, weil die Betten belegt waren. Boah. Wirklich schön hier. Ich glaube, jetzt ziehe ich ein. Ja, kannst du aber genauso schnell wieder ausziehen. Warte, so, dass die ablaufen. Bist du gerade in dem Bett gespawnt, wo ich spawnen wollte? Weiß ich nicht. Bestimmt. Ich bin in einem Bett gespawnt. Sekunden mein Hausbett. Jetzt kann ich das auch noch warten. What the heck, was macht das Baby hier? Wahrscheinlich, weil ich angegriffen wurde, ist der weggerannt. Feigling. Es ist ein Baby. Feigling. Hat mich angefochten, eine Schlange. Mann. Hier geblieben. Viech. Mann. Komm her. Komm mal mit in die Base. Hier, stell dich hier rein. Oh nein, Terror. Oh, das war knapp. Der kann hier nicht hoch. Was hast du denn jetzt schon wieder? Also, Kim, du bist immer noch nicht human. Wieso sind hier 5 Terrorbirds? Bin ich gespawnt? Und ich hatte nicht gesehen, dass Pau direkt vor einem Loch baut. Oh! Oh. Traf das Loch! Von... Danke, Pau! Ich krieg hier kein Bett ab, ey. Mann! Auch nicht. Ich kann ein neues Bett bauen. Sag doch einfach bitte was. Bitte mach mal 3. Bitte mach mal 3, ja. Bitte. Wieso? Ich hab ja schon viel... Oh, ich kann kein Bett mehr bauen. Ich brauch Holz. Sekunde. Bleib gleich hier. Das ist echt was mit euch. Was das lustig ist, ich muss jetzt gleich off. Leute, egal, der Server läuft weiter. So. Nein. Leute, der... Na darum. Ich möchte zumindest noch mal eben ganz kurz eine kleine Hütte an meiner Stelle. Wir sind doch gleich wieder da. Wir sind doch gleich nachher wieder da. Ich gehe nur Mittagessen und dann sind wir wieder um 21 Uhr. Also erstens Abendessen. Und dann sind wir doch... Wenn du genau so lange isst wie Raffi, dann sehen wir uns erst um 22 Uhr wieder. Hallo, ich bin immer pünktlich. Später. Ich bin immer pünktlich zu meinen Streams, hallo? 21:30 Uhr erst. Tatsächlich häufig relativ pünktlich. Oh Mann, Dex. Relativ pünktlich? Ich muss noch craften, Mann. Ganz artiger Dex. Ich bin immer pünktlich zu meinen Streams. Immer pünktlich. Er ist immer dann da, wann er dann sein soll. Fertig. Du Terrorbird, na warte. Ich hatte meine Bruder eben ekelhafter Schleimer, du. Deswegen hast du auch noch Angst gehabt. Ja, was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Okay, Dex ist immer zu spät. Fertig. Du besser, Paul. Bist du zufrieden? Ja, finde ich gut, doch. Okay. So, Betten sind jetzt da. Jetzt aber bitte jetzt hier. Angenehmes so. Bett. Siehst du? Es hat sich schon wieder jemand das Bett geschnappt. Hör doch mal auf hier. Warte doch mal eine Sekunde, bevor du spawnst. Der Dodo ist spawnt die ganze Zeit in meinen Betten. Ich jetzt wieder runter. Ist mir egal. Es sind keine Betten mehr. Oh, hallo Motte. Ich glaube, die Betten sind gerade alle wieder besetzt. Kann das sein? Danke. Hey, die Power hat doch da oben 10, 20, 30, 60 Betten. Ich habe 3 Betten hier bei mir. Ich habe auch 3. Und darf Wasser. Ich jetzt mal bitte spawnen im Ready-Bett? Danke. Nein. Irgendwas greift an. Ja, bestimmt ein Terrorbird. Ich rieche das. Ne, Kaposuchus jumpt hier unten wie ein Wilder. Oh. Sag ich doch. Eben war hier irgendwo ein Mini. Könnte es auch ein Baby nennen. Ach, wunderbar. Wisst ihr, wo ich gespawnt bin? Na. An der Anfangs-Starter-Base. Nice. Da
Dann solltet ihr da die Betten mal abreißen. Sieht schön aus, Paul. Das nee. Hast du toller, gut gemerkt. Toller Spot. Nee, lass dich ruhig da. Das, ja, ist, das ist so gut. Dann kommen wir mal ja, hin und her. Ja, am Wasserfall. Ja, lass du mal da. Fällt dem Häuschen. Ja. Da war ich eben. Lass das ruhig stehen. Ich laufe jetzt wieder 4000 Meter. Hier mit der Felswand. Warum laufen? Weil keine Betten frei sind. Kann doch gar nicht sein. Sind alle belegt. Sechs. Das Einzige, was frei war. Wir haben 6 Betten. Ja. Versuch mal zu traveln. Ja. Ich hab doch gesagt, nicht. Du sollst 3 bauen, Dave. Aber du traveln kannst du doch. Jetzt hab ich nicht mehr gemacht. Eben waren keine Betten frei. Ja klar, nimm was du brauchst. Ich bin das Baby-Toto-Terror-Bett nicht mehr. Da sind Steine drin, ja. Sind Steine drin. Oh, eine Peitsche. Ich brauche das. Baby-Terror-Bett. Hier ist noch eine Seite. Nee, Stroh brauche ich selber. Will hier, hat jemand rein zufällig ein seltenes, spezielles Kibbel dabei für das Tier? Ja, zufällig natürlich, nicht. Immer. Zufällig wird das schwierig. Hab ich gerade aufgegessen, tut mir leid. Hatte ich auf der Null gehabt. Hatte gerade Hunger. Nimm, nimm, nimm. Ah, jetzt kann ich mir nicht mehr. Ey, der Tümpel da unten, der ist aber echt voller Kaposukos. Da müssen wir, glaube ich, mal was reinbauen, damit die nicht mehr drin Granaten spawnen. Granaten reinwerfen. Blumenwiese hier. Das ist, du meinst Angeln, ja? Ja. Kennt jemand die alten Filme? Tiger, du bist raus. Ich weiß, dass du ihn kennst. Ja, toll. Crocodile Dundee? Ja. Crocodile Dundee in Amerika, glaube ich, oder New York oder sowas ähnliches, wo der in so einem Park angeln geht und einfach die Dynamitstangen ins Wasser wirft. Ich finde die Szene am besten, wo der das BD entdeckt. Mit dem Schuh. Hä? So, wo der den Fuß da rein legt? Ja, das witzig. Ja, wo er herausfinden soll, wofür das ist. Na komm, ganz ehrlich. Wie viele von euch Leute da draußen wissen gar nicht, was das BD ist? Nicht sagen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie das funktioniert. Nichts sagen. Was ist mich komplett einzusauen. Weiß Chat, wer weiß, was ein BD ist und wie das BD genutzt wird? Du darfst nicht sagen, warte. Und wie man es schreibt. Das ist egal. Ich will ganz ehrlich, ich will unbedingt wissen, was die Leute davon, was sie meinen, was es ist. Hallo. Immer. Ich habe Skorpion platt gemacht, weil ich den anderen zähmen wollte. Weißt du, der 5er, den habe ich tot gemacht und den 60er versuche ich zu zähmen. Aber ich wurde einmal zu oft gestochen. Ich glaube, jetzt werde ich gleich sterben. Nein. Lass mich erst aufwachen. Ja, ich bin wach. Und plupp, ich schlaf wieder. Schreit er hier so rum? Das ist viele Leute meinen wirklich, dass das für die Füße gedacht ist, weil das hat eine perfekte Form für die Füße. Außer Dodo, der hat Riesenlatschen. Aber ansonsten wird das passen. Aber es ist wirklich eine Unterbodenwäsche. Wenn man sein Geschäft gemacht hat, dann setzt man sich dann drauf und macht man seinen Lümmel oder sonst was sauber. Dass das alles schön Mach sauber ist. Lümmel dreckig bei Geschäft? Ach, den Hintern. Ist eigentlich total Hygiene, total sauber, total vernünftig eigentlich. Wenn man sich das einfach mal. Das BD ist eigentlich wesentlich besser sein sollen. Hier ist ein Babysaber. Wo ist der Mama-Saber? Der Witz ist eigentlich, als es die Klopapierknappheit gab, haben die Italiener alle gelacht. Da haben die alle gesagt, ja gut, Klopapierknappheit ist anderswo sehr interessant. Weißt du, was das Beste war, was dann richtig gebucht hat bei Amazon? Was denn? So eine Mini, so eine Sprühdings für go, unterwegs. BD to go. Was ist ein BD to go? Wegen der Knappheit. Ja, wo man Wasser reinfüllen kann und sich dann den Hintern mit abspritzt. BD to go. BD ist ein Relikt der 70er. Bei uns in Italien werden BDs überall, immer und sowieso gebaut. Das gehört dazu, zu jedem Haus. Zu jedem Haushalt gehört ein BD dazu. Die Italiener sind immer total entsetzt, dass es in Deutschland keine BDs gibt. Nee.
Ich glaube, die sind eher amüsiert als entsetzt. Doch, eine ehemalige Kollegin von mir hatte einen Italiener geheiratet und er erzählte, als er dann nach Deutschland kam, damals war er total entsetzt. Und über den Kaffee. Oh, ich kann nicht trinken. Kaffee. Das sage ich nichts zu. Ich finde den deutschen Kaffee gut. Ich sag ja immer ganz gerne mal so ein bisschen rumnippen an den an dem riesengroßen Bottich, aber der Wasserbrühe da. Aber na gut, dass ich keinen Kaffee trinke. Ja, jetzt sehe ich irgendwie schick aus. Der Hut gefällt mir nicht so. Der andere Hut war besser, so ein Schlümmelhut. Haben wir noch Leder irgendwo? Da ist Leder, sehr gut. Möchte jemand einen Saber haben? Ja. Ich habe einen Saber-Bee. Hast du schon gefüttert? Ich habe kein Fleisch mehr. Also wenn das jemand haben möchte, sollte derjenige sich beeilen. Moment, ich mache mir gerade Klamotten. Just saying. Wo bist denn du? Kannst du den Saber vielleicht tracken? Oder den, hast du ihn schon angefüttert? Skorpion? Ja, der Skorpion liegt. Also, warte. Und noch ein Level für den Sattel dementsprechend. Huch. Was ist denn hier ständig? Und jetzt ist er fertig. So, Lieben, ich muss jetzt aber Schluss machen. Moment, was? Ich will den Baby-Saber tust. Ja, mach das mal. Wir machen den Saber aus, sobald wir sicher sind. Also gar nicht. Warte, wo ist sie denn? So, ich müde die ganz kurz mal. Wir sehen uns gleich wieder, keine Angst. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe jetzt erstmal Abendessen. Wow. Mega gerade. Geh ganz kurz Abendessen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wieder an der gleichen Stelle, auf der gleichen Welle oder wie das wollt und wie das heißt. Da kommt der Akku mal gespawnt. Ich lasse den Stream nämlich nicht weiterlaufen. Das mache ich nicht. Weil, wenn ich jetzt offline gehe, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden, möchte ich den jetzt nicht einfach so durchlaufen lassen, bringt nichts. Das machen andere Streamer.